Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück im wunderschönen, ich glaube, naja, wunderschönen Kadaver Port, wo wir jetzt ein paar Quests machen werden und uns den Planet mal hier ansehen. Und vielleicht können wir ja es schaffen, hier einen Monolithen zu aktivieren, damit wir, damit wir hier ein bisschen Leben auf dem Planeten bringen können. Wie komme ich denn am besten rüber? Und zack. Was ist das hier? Behälter. Nehme ich mal mit. Datenpad. Okay. Die Truhe enthält persönliche Gegenstände. Sie ist auf die Passero registriert. Die Passero? Dann stammt sie von der Salarianischen Arche. Sie sind also hier. Wie es aussieht, sucht ein Bergungsteam nach diesen Truhen. Und das bedeutet, es gibt noch mehr von ihnen. Die Salarianer sind diese irgendwo Leiche da draußen. Wurde hier entsorgt, wie Senaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Die Salarianer sind also irgendwo da draußen. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. So. Die Salarianer sind da draußen. Das ist hervorragend. Die Passero. Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So. Ist hier irgendwo eine Leiche? Boah. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Danke. Das weiß ich auch, mein Lieber. Aber ich muss die Leichen leider finden. Wo sind die Leichen? Also hier finde ich keine Leiche. Verdammt, tut das weh. Hä? Da. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Danke sehr, Sam. So. 5 Leichen? Aber ich habe doch gerade mal 2 gefunden. Interessant. Und eine ist da hinten. Nehme ich jetzt mal stark an. Das wird schwer sein, darum hinzukommen. Das muss ich anders machen. Aber ich glaube, hier muss ich wieder ein bisschen springen. So. Aber es ist oben auf dem Weg. Verdammt, tut das weh. Oh. Alter Falter. Das war knapp. Oh, komm, wo sind die ganzen Leichen? Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Danke, Sam, ich weiß Bescheid. Dann machen wir mal.
das weh. Da hinten sind irgendwelche Leichen bestimmt. Ich gehe mal eben zum Schnellreiseposten zurück. Ja. Dann nehme ich nämlich von dort aus den Nomad und fahre dann dorthin. Wäre nämlich sehr, sehr klug. Warte mal. Ach, da ist der Nomad schon. Perfekt. Ich glaube, der Nomad kann auch nicht da einfahren. Das wäre eine Katastrophe bestimmt. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier könnten Leichen sein. Oder? Ne, hier sind keine. So. Was haben wir hier? Oh. Hier zeigt er mir keine... seltsam. Dann gehen wir nochmal rein. Also Moment. Sie sind Cashs Vater? Eigentlich Großvater. Hat sie Ihnen von mir erzählt? Nicht wirklich. Sie hat ständig über ein stures, altes Fossil geschimpft und dabei meistens auf irgendwas eingedroschen. Stures, altes Fossil? Sie hat an guten Tagen schon schlimmere Sachen gesagt. Hier ist irgendwo eine Leiche. Wo ist hier? Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Da. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Gut gemacht, Sam. Warum bleibt Drake eigentlich da stehen? Und da sind noch zwei Opfer, okay. Uiuiui, das wird eine Fahrt, das ist unglaublich. Wollen wir mal hier rein? Und geht. Pathfinder, ich weiß, in diesem Gebiet sind Mineralien, die ich abbauen kann. Machen wir jetzt erstmal das da weiter. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbau inter. Ich muss erstmal gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Offenbar führt da ein Labor hin, oder? Interface Mineralien extrahieren. Na komm. So. Ich kann das mal über den Landweg hier, wo es sein soll. Oh, komm. Verdammt, dieser Himmel ist wirklich der Hammer. Naja. Wie haben Sie Cash kennengelernt? Vor einigen Jahren war ich bei einem Söldnertrupp. Hauptsächlich Schmuggel. Nova Force. Ein ambitionierter Name für eine unwichtige kleine Gruppe. Bei einem Auftrag wurde ich erwischt. Von Cash. Wir trafen eine Vereinbarung.
Ich beschaffte ihr einige experimentelle Prototypen aus den Terminus-Systemen und sie buchtete mich nicht ein. Wir setzten unsere Geschäftsbeziehung fort. Sie hatte immer Aufträge, bezahlte gut und im Voraus. Mit den Credits konnte ich mich dann selbstständig machen. Aber dann wurde ich misstrauisch, wegen der vielen Sachen, die sie haben wollte. Also fragte ich nach. Und so erfuhr ich von der Initiative. Sie hat sie dazu Nakamotos Labor. Oh, das wird Spaß machen. Oh ja, es wird es. Scannen? Hä? Ah, da. Dann holen wir uns die Formel mal zu. So. Von innen versperrt. Ich aktiviere einen Override. Tun Sie mir nichts. Das werde ich nicht, keine Sorge. Dr. Ferenc. Bitte nicht schießen. Ganz ruhig. Ich bin unbewaffnet. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu tun, Dr. Ferenc. Dr. Arena Ferenc. Ich will nur die Oblivion-Formel. Dann sind Sie mich auch schon wieder los. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt. Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Vielleicht lügen Sie ja. Und woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung. Ich habe Dr. Nakamotos Klinik gesehen. Er ist nicht der Typ, der etwas erschafft, das anderen schadet. Diese Klinik ist nur Fassade. Er erhält vom Scharlatan anonyme Spenden, damit er die Schläger des Kollektivs zusammenflickt, ohne Fragen zu stellen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen soll. Ihr oder dem Miyamoto? Sie lügen, was Dr. Nakamoto betrifft, damit ich Ihnen die Formel überlasse. Sind Sie bereit, mein Leben darauf zu verwetten? Ja. Sie verdammtes Arschloch. Alter Falter. Terminal aktivieren. Dosierung. Okay. Behälter. Nehme ich mal alles mit. Hm, was sind das alles für Pflanzen hier? Das wäre erledigt. Oh, was haben wir denn hier? Da ist noch eine Quest. Und ein Monolith. Der Monolith interessiert mich jetzt natürlich. Oh, Überreste. Nehme ich mal mit. Wir fahren erstmal zum Monolithen. Und aktivieren ihn. So. Wir fahren mal zum Monolithen. Glauben Sie, Cash hat Sie belogen? Nein, dafür ist sie nicht der Typ.
Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns wirklich wusste, worauf wir uns da einlassen. Gelacht. Hübsches Wort. Ja, das habe ich von Sid. Sie steht auf dieses merkwürdige alte Zeug der Menschen. Auch ein guter Name für einen Drink. Der Gelackmeier. Ich würde ihn probieren. Danke, dass ihr euch über uns Menschen lustig macht. Vielen herzlichen Dank. Ich frage mich, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Hä? Was meinst du? Okay. Iridium? Wenn es vor meinen Füßen liegt, nehme ich es gerne mit. Und jetzt erst einmal diese Monolithen hier aktivieren. Weil das ist natürlich wichtig, dass wir diesen Planeten heilen können. Da ist einer. Ah, Glyphe gescannt. Perfekt. Zweite. So, wo ist die dritte? Na klar. War ja klar. Die dritte ist dort. Warte mal, da ist noch was. Lithium. Hä? Hier ist irgendwas zum Scannen. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Ja, er will doch direkt nur scannen, aber was ist das denn? Hier ist die zum Scannen. Okay. Ich hoffe, dieses Rätsel wird einfach. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, ich schaff's. Benutzen sie einen Schlüssel? Ich hab noch nicht mal. Weiß ich, diese Regelschlüssel bekomme. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen das. Ah, ich bin so schlecht in solchen Sachen. Ich rate jetzt eigentlich viel mehr. Beraten kann ich. Oder zigmal das herumprobieren. So. Oh, es hat funktioniert. Perfekt. Ich hab's. Jawohl. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Hehe, gut. Das bedeutet, wir können diesen Planeten eventuell kurieren. So, wo geht's als nächstes hin? Zum Nahtpunkt reisen aus dem Kochtopf. Ach so, schon, der Planet ist ja noch größer als ich dachte. Aber ich möchte genau erstmal hier hinreisen. Sid frustriert mich. Ich versuche konsequent zu sein. Sie lehnt sich auf. Ich gebe die Regeln vor. Sie lehnt sich noch mehr auf. Genau das ist ihr Problem. Natürlich brauchen Kinder Grenzen, aber sie müssen auch wissen, dass sie nicht der Feind sind. Unser Vater hätte diese Meinung nicht geteilt. Ihr Vater scheint ein ganz besonderer Kerl zu sein. Spezialeinheit, richtig? Ja, sowas Ähnliches. Er hat es nie genau erklärt. Ist er verschwunden? Ja. Die Sorte kenne ich. So, was haben wir hier? Offenbar ein Außenposten. Machen wir jetzt mal weiter.
ich denn hier gelandet? Oh, so viele Quests hatte der Planet offenbar. Das wird ein Spaß. Was ist das hier für eine Einrichtung? Schauen wir uns mal hier um. Hä? Was hat er jetzt gemacht? Ich weiß jetzt nicht, was das hier bedeutet. Ist das ein verstecktes Labor oder was? Audiolog. Verstecke mich jetzt schon seit 3 Tagen vor diesen Drecksverbanden. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre Credits zurückzukriegen. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich bin so durstig. Scheiß drauf. Ich weiß, man müsste es filtern, aber ich gehe das Risiko ein. Wasser ist Wasser. Na, das sind ja tolle Aussichten. Oh Gott, das ist... Okay, offenbar hat sich jemand hier niedergelassen, der nicht überlebt hat. Oh, komm schon. Manchmal frage ich mich, was aus Sid und mir geworden wäre, wenn wir ein besseres Zuhause gehabt hätten. Vielleicht wären wir heute nicht ganz so schwierig. Schwierig ist gut, Vetra. Sie haben aus dem, was Sie hatten, etwas Eigenes gemacht. Mehr kann sich keiner von uns erhoffen. Ich wünschte, Sie hätten uns erzogen, alter Mann. Dann wäre etwas viel Schlimmeres aus Ihnen geworden. Aber vielleicht eine bessere Schützin. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? So. Ich weiß zwar nicht, wer hier wohnt, aber wir werden es gleich herausfinden. Offenbar wohnt hier niemand Wichtiges. Ach du Schande. Der Planet ist doch ein bisschen größer als der von Volt. Oder noch Eos. Mit Eos vergleichbar. Die Exilanten hätten aufgeben und sterben können. Aber sehen Sie nur, was Sie gebaut haben, sogar hier draußen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich will gucken, was es hier so alles gibt. Oh, ich bin an der Quest vorbeigefahren. Verdammt. Okay, mach erstmal das hier.
Wenn er schon so weit weg ist. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Danke dir, Sam. So. Dann wollen wir mal gucken, was das für ein Ort ist. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für diese Frau, die verbannt worden ist. Kisten. Hallo. Keine Waffe, keine Credits. Ich will keinen Ärger. Moment, Sie sehen nicht aus wie einer von denen. Sie sind nicht hier, um mich zu töten, oder? Ich gehöre zur Initiative. Ich will auch keinen Ärger. Ich bin von der Nexus. Dachte ich mir fast, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Verbannte, Kollektiv, die erschießen dich alle für die Fusseln in deinen Taschen. Cat. Gibt es hier draußen viele Cat? Nein, dafür hat Sloan schon kurz nach unserer Ankunft gesorgt. Aber es gibt Gerüchte. Menschen verschwinden. Tech fällt aus. Da fragt man sich schon, ob sie wirklich alle erwischt hat. Für welches Team kämpfen Sie? Verbannte oder Kollektiv? Weder noch. Ich wollte mich nicht mal der Rebellion auf der Nexus anschließen, bis mein Bruder mich davon überzeugt hat. Er ist bei dem Aufstand gestorben. Bis ich meine Meinung geändert hatte, war es schon zu spät. Und jetzt versuche ich, unbemerkt zu bleiben und mich auf keine Seite zu schlagen. Das ist meiner Meinung nach die beste Methode, um am Leben zu bleiben. Wie gefährlich ist das Wasser wirklich? Sehr, solange es ungefiltert ist. Die Angara haben ein Filtersystem, das das tödliche Zeug rausholt. Schmeckt aber immer noch wie Kroganer-Unterwäsche. Und riecht auch so. Klingt verlockend. Das ist Kedera. Was dich nicht umbringt, weckt in dir den Wunsch, es hätte dich umgebracht. Danke sehr für die Information. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Das war mein Ernst. Passen Sie auf sich auf. Also würde ich lügen. Nein, bitte passt bloß nicht auf dich auf. Bitte stirb. Hallo, ich bin der Pathfinder. Ich bin ein gutherziges Wesen. Die sind wahrscheinlich dort in dem Haus. Hier ist es. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von diesem Johann. Hoffentlich ist Remy da drin. Und am Leben. Der Direktor hat gesagt, dass Johanns Leute ein übler Haufen sind. Ich würde nicht mit einem herzlichen Willkommen rechnen. Wie geht denn das Wetter, bitte? Also dann, finden wir Rem. Nach oben. Einige Organe des Opfers fehlen. Was ist das denn jetzt hier? Helfen Sie mir. Remy Tamayo. Sind Sie in Ordnung? Sie wollten mich essen. Ich weiß. Sie haben eine Gruppe von uns hergebracht, aus den Slums. Sie sagten, hier wären wir sicher. Nur ich bin noch übrig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Ich sitze immer noch in den Badlands fest. Dabei habe ich meine Schutzgebühren bezahlt. Ich weiß. Der Verbannte, der sie fälschlicherweise aus Kedera Port rausgeworfen hat. Er schickt mich. Werden die mich wieder reinlassen? Das ist das Mindeste. Grayson, ich habe Remy gefunden. Sie muss abgeholt werden.
Gott sei Dank. Ich schicke sofort einen Shuttle. Vielen, vielen Dank. Danke. Gern geschehen. Das wäre erledigt. Diese Quest ist hinter uns gebracht worden. Was ist hinter? Noch ein Außenposten. Oh Gott. Ich glaube, da werde ich nichts finden. Na gut, dann werden wir jetzt mal zur Quest hier hingehen. Ich will mich nämlich dahin hinbegeben. Dann machen wir mal eine Schnellreise. Und ich würde sagen, ich mache dann der Schluss hier. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.